Zufriedenheit. Jubel. Entsetzen. Die AfD hat am stärksten zugelegt von allen Parteien. Das ist ein harter Schlag, auch für die SPD. Wir sind mit Abstand stärkste Partei. Rheinland-Pfalz hat gewählt. Ja, damit herzlich willkommen zu unserer Sondersendung. Rheinland-Pfalz hat gewählt, die Ergebnisse. Ja, das war ein Wahltag, den viele nicht so schnell vergessen werden. Jubel und Schockstarre lagen dicht beieinander. Und heute geht es gleich weiter mit den Eilmeldungen. CDU-Chef Baldauf gibt den Landesvorsitz ab. Gleich arbeiten wir alles auf. Vorher schauen wir auf die aktuellen Zahlen. So hat Rheinland-Pfalz bei der Europawahl abgestimmt. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist die CDU stärkste Kraft geworden mit 30,7%, minus 0,6 Punkte. Die Grünen mit herben Verlusten, 9,3%, minus 7,4 Punkte. Die SPD in Rheinland-Pfalz anders als im Bund auf Platz 2 mit 17,5%, minus 3,8 Punkte. Die AfD ist dahinter. Sie gewinnt dazu, kommt auf 14,7%, plus 4,9 Punkte. Die FDP landet bei 5,9%, fast unverändert. Die Freien Wähler sind bei 5,2%, plus 2,3 Punkte. Volt 2,2%, plus 1,6. Und das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht landet bei 4,7%. Aus dem Stand heraus, andere Parteien haben wir zusammengefasst, 9,8%. Also, kräftige Zuwächse für die AfD. Im Osten ist die Partei sogar stärkste Kraft geworden. Jörg Armbrüster hat heute rheinland-pfälzische AfD-Politiker nach Berlin begleitet, wo dieser Erfolg noch mal gefeiert wurde. Über Berlin nach Brüssel. Wir treffen Alexander Jungblut, den zukünftigen EU-Abgeordneten der AfD aus Rheinland-Pfalz. Nach dem ersten Treffen der AfD-Europadelegation. Der umstrittene deutsche Spitzenkandidat Krah ist nicht mehr dabei. Die Mehrheit der neu gewählten Abgeordneten habe sich gegen ihn ausgesprochen. Die Delegation hat heute diese Entscheidung getroffen und wir werden nun mit 14 Mann eine Delegation bilden. Und ich bin überzeugt, dass wir mit diesen 14 Mann eine sehr gute Arbeit im EU-Parlament leisten werden. Wie haben Sie denn jetzt gestimmt heute? Wie ich mitgeteilt habe, es gibt eine Entscheidung der Delegation, wer Bestandteil dieser Delegation ist und wer nicht. Und das wird heute auf der Pressekonferenz so seitens der Partei kommuniziert. Die beiden Parteichefs Kopalla und Weidel wollten sich dazu heute aber erstmal nicht weiter äußern, lieber zum Wahlausgang. Es ist auch ein ganz klares Votum für die AfD. Die Leute wollen, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen. Der studierte Volkswirt Jungblut aus Nierstein will seinen Schwerpunkt in der Finanzpolitik setzen. Die EU sieht er kritisch. Es werde zu viel unnötiges Geld ausgegeben, sagt der 37-Jährige, etwa für die regelmäßigen Umzüge zwischen Brüssel und Straßburg. Wir sind bis heute größter Nettozahler dieser EU und deshalb glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, dass wir ein großes Augenmerk darauf richten, dass diese finanzpolitischen Belange besser in den Fokus gerückt werden. Zugelegt hat die AfD auch bei der Kommunalwahl, vor allem in der Pfalz. Der Landesvorsitzende Jan Bollinger sieht die Partei auf Erfolgskurs. Das sollten auch die anderen Parteien akzeptieren, sagte er. Da kommt eine blaue Welle. Wir haben uns deutlich verbessert, teilweise verdoppelt. Und eine Partei, die so stark ist, die einen so starken Rückhalt bei den Bürgern hat, die sollte man nicht als Demokrat, sollte man gar nicht diese Partei ausgrenzen wollen. Und ich fordere die anderen Parteien auf, von dieser undemokratischen Politik abzulassen und die Brandmauer endlich einzureißen. Zurück in Berlin. Alexander Jungblut trifft sich mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier. Er ist auch stellvertretender Landesvorsitzender. Wir sind sehr zufrieden. Ich meine 16%, also 15,9% bundesweit. Bestes Ergebnis, das wir je hatten bei einer bundesweiten Wahl. Und ganz besonders wir Rheinland-Pfälzer dürfen ja sehr zufrieden sein. Weil wir haben in Westdeutschland ein hervorragendes Ergebnis geholt mit unseren 14,7%. Also von dem her, da kann man wirklich drauf aufbauen. Die AfD mit Rückenwind. Trotzdem dürfte der Ausschluss Krahs aus der Europadelegation in den kommenden Tagen für Diskussionen in der AfD sorgen. Ja, soweit der Blick nach Berlin. Und auch in Rheinland-Pfalz gibt es ausgesprochene AfD-Hochburgen. Zum Beispiel rund um Baumholder. Wir sind hingefahren und es gibt noch weitere kommunale Besonderheiten nach dieser Wahl. Welche das sind? Dazu mehr von Maike Gehlsen, Finn Jakob Müller und David Mailänder.
Ein Moment zum Durchatmen, Jubeln, gestern bei der Mainzer SPD. Die Prognose für den Stadtrat ist da, ganz anders als das miserable Ergebnis bei der Europawahl. Wir haben zu 2019 zugelegt. Wir sind die Partei im Vergleich zu den anderen Parteien, die am meisten zugelegt haben. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wirklich Wahnsinn, was ihr geleistet habt. Vielen, vielen Dank. 23%, so die Schätzung der Meinungsforscher gestern. Deutlich über dem Landesschnitt. Es schien fast so, als liefen in Mainz die Uhren nicht ganz so wie im Rest der Republik. Heute früh alles anders, alles ungewiss. Der Zwischenstand: aus den 23% sind 18 geworden. Ein Teil der Stimmen wird noch ausgezählt. Aber ob die Prognose von gestern wirklich noch zu halten ist? Wie viel Bangen ist da noch? Ja, es ist relativ viel Bangen. Europa war für uns maximal enttäuschend, auch wenn wir hier schon über dem Ergebnis im Bund liegen mit unserem Europaergebnis. Aber das Kommunalwahlergebnis muss noch deutlich drüber liegen. Wann ist das denn ein Erfolg für Sie? Bei welcher Zahl? Wenn man das natürlich mit dem Bundestrend vergleicht, ist 20 plus, alles was mit 20 plus zusammenhängt, ein Erfolg. Ob das wirklich klappen wird? Am Morgen ist das alles noch ziemlich ungewiss, wie vieles heute. Und doch zeigen die Ergebnisse schon jetzt, wie unterschiedlich in Rheinland-Pfalz gewählt wurde, Beispiel AfD. In Mainz steht sie laut Zwischenergebnis bei rund 6%. In anderen Landesteilen erreicht sie zum Teil sogar das Vierfache. Diese Karte zeigt die Höchstwerte der AfD in dunkelblau. Vor allem in der Vorderpfalz, im Kreis Kaiserslautern und Kusel konnte sie punkten. Genauso wie in Baumholder. Beim Zwischenergebnis zur Europawahl in der Stadt kommt die Partei sogar auf 37% ohne die Briefwahlstimmen. In der Verbandsgemeinde sind es 19%. Was ist hier anders? Wir sind auf Spurensuche heute Mittag. Menschen, die sich zur AfD bekennen, bekommen wir nicht vor die Kamera. Dafür Erklärungsversuche. Einerseits kann ich den Frust vieler Wähler verstehen mit der momentanen Regierung, mit dem Hin und Her und unklare Aussagen und permanent wird gegeneinander gekämpft. Ja. Die sagen, na, danke, brauchen wir nicht mehr. Für uns sind sie nicht da, es tut keiner, schauen Sie Renten an. Ich glaube, vor allem Social Media. Es waren ja viele Junge, die die AfD gewählt haben. Auch für den Verbandsbürgermeister von den Freien Wählern ist die Ursache klar. Ja, ich sag's ganz einfach, es ist die große Politik. Die große Politik, die Ampel rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und das ist halt eben die Sache, wo ich sage, das können die Leute nicht verstehen. Nicht nur in Baumholder. Im Landesschnitt bei der Europawahl kommt die AfD auf 14,4%. Anders als das Bündnis Sarah Wagenknecht. Hier waren es 4,7%, etwas mehr im Bund. Jubelstimmung gestern in Berlin. Das ist so ein Wahnsinn, das ist so großartig. Ich freue mich riesig. Gewählt wurde die Partei zum Teil an ähnlichen Stellen wie die AfD, rund um Kusel und Kaiserslautern. Keine Überraschung für den BSW-Landesbeauftragten für Rheinland-Pfalz, heute im Interview in Berlin. Ich interpretiere erstmal, dass die Menschen unheimlich unzufrieden sind, auch regional, und dass sie nicht mehr so stark die etablierten Parteien wählen wollen, wie das in der Vergangenheit war. Uns gibt es gerade mal 5 Monate. Da kann man noch keine Wunderdinge erwarten. Wo andere Parteien seit Jahren dran scheitern, die AfD klein zu machen, machen wir uns jetzt erst auf die ersten Meter oder auf den ersten Weg. Fassen wir zusammen. Große Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Land und auch Stadt in Rheinland-Pfalz. Und immer noch große Unsicherheit. In Mainz wurde heute den ganzen Tag über ausgezählt. Noch also ist nicht entschieden, ob die SPD das gestern fast sicher geglaubte Wahlwunder von Mainz wirklich wahrmachen kann. Ja, wer hat am Ende die Nase vorn? In Mainz, die Grünen oder die CDU? Das ist das aktuelle Zwischenergebnis. Fast alle Stimmen sind jetzt ausgezählt. Schauen wir mal rein in den Mainzer Stadtrat. Und da können wir sehen, dass die SPD Stand jetzt mit 19,5% der Stimmen dasteht. Ein nur leichter Verlust. Die CDU hat 23,7%, leichter Zuwachs. Und die Grünen sind tatsächlich Stand jetzt stärkste Kraft mit 24,7%, minus 3 Punkte. Die AfD 6%, leichter Zuwachs. Die FDP bei 5,3%, leichter Rückgang. Die Freien Wähler 3,5%, leichter Zuwachs. Die Linken bei 6,9%, plus 1 Punkt.
Volt liegt bei 5,2% plus 4 Punkte und andere Parteien sind bei 5,4%. Ja, weil es gerade so schön ist, schauen wir noch in andere Stadträte rein. Nämlich, wir haben vorliegen den Stadtrat Koblenz. Und da sieht es heute so aus. Schauen wir rein in die Zahlen. Die CDU ist weiter stärkste Kraft, hat ihren Vorsprung ausgebaut mit 27,3%. Dahinter dann haben wir die Grünen auf 2 mit deutlichen Verlusten. Die SPD auf Platz 3 auch mit Verlusten. Die AfD mit deutlichem Plus. Die Freien Wähler haben sich verdoppelt. Und dann haben wir auch noch den Stadtrat in Ludwigshafen vorliegen. Und da ergibt sich heute folgendes Bild. Bisher war ja dort die SPD auf 1, nun aber die CDU dank Zuwachs. Die AfD mit deutlichem Zugewinn auf Platz 3 bei 20% plus 6,5 Punkten. Die Grünen sind eingebrochen, minus 7,6 Punkte, landen bei 9%. Das in einem ganz schnellen Überblick. Sie können die anderen Parteien auch sehen und Sie können das alles auch noch mal bei uns im Internet nachlesen. Ja, soweit ein aktueller Blick in die Stadträte. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es kann sich nur noch um wenige Stimmen handeln. Und bei der Einordnung dieser ganzen Informationen und noch viel mehr Informationen hilft uns auch heute wieder Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler aus Trier. Danke, dass Sie auch heute bei uns sind. Guten Abend, Frau Schick. Schauen wir zuerst auf die AfD, auf den Rechtsruck, den es gegeben hat. Wie viel Denkzettel steckt aus Ihrer Meinung nach drin in dieser Wahl? Einiges, muss man sagen. Es gibt Unsicherheiten, Verunsicherung, auch Frustration, insbesondere gegenüber der Politik der Ampelkoalition, dem Auftreten der Ampelkoalition in Berlin. Und davon konnte die AfD profitieren, wie übrigens auch das Bündnis Sahra Wagenknecht. Wir können auch noch mal reinschauen, wer denn jetzt eigentlich die AfD gewählt hat. Dazu hat Infratest DIMAP eine Grafik vorbereitet. Wo kommen die AfD-Wähler her? Und da sehen wir, dass viele früher die Union gewählt haben, nämlich 570.000. Und die haben jetzt ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht. Genauso viele wie bei der SPD. Früher SPD, jetzt AfD. Und auch von der FDP kamen Wähler, nämlich 430.000 und auch 150.000. 1000 Wähler kommen von der Linken. Herr Professor Jun, sind das denn Wähler, die jetzt auch dauerhaft bei der AfD bleiben werden? Wie schätzen Sie das ein? Nicht notwendigerweise. Wir sehen ja, dass einiges von den Ampelparteien, sehr viel von der FDP auch gekommen ist. Das ist unverhältnismäßig viel von der FDP. Und das zeigt eben, wie unzufrieden die FDP-Wählerinnen und Wähler gerade mit der Politik in Berlin, mit der Ampelkoalition sind. Aber das sind Menschen, die durchaus wieder zurückgeholt werden können von den anderen Parteien, also auch von der FDP, aber auch von der SPD, die auch schon seit einiger Zeit an die AfD verliert, die aber eben nicht irreversibel nun als Verluste für die anderen Parteien zu verzeichnen sind. Wenn sich was ändert? Naja, die müssen halt auf diese Wählergruppen zugehen. Die müssen eine Politik betreiben, die deren Gefallen findet, wo sie sich wieder mehr abgeholt fühlen, wo sie sich einfach mehr aufgehoben fühlen. Das fehlt diesen Wählern zurzeit. Und was macht die AfD jetzt mit diesen Zuwächsen? Denn Stand jetzt möchte ja auch keiner mit ihnen koalieren. Also was kann die AfD da für Profit rausschlagen? Bei allen Proklamationen, die wir heute gehört haben, man sei regierungswillig, man sei regierungsfähig, wie es die AfD nach außen verkündet, wird es nach wie vor weiterhin so bleiben, dass alle anderen Parteien mit ihnen keine Kooperation anstreben. Sie wird auf die Oppositionsrolle beschränkt bleiben. Jetzt stehen Landtagswahlen im Osten an. Was kann man da erwarten? Ja, das war natürlich Rückenwind für die AfD. Sie war im Osten ungemein stark. Sie hat sehr große Wahlerfolge dort gefeiert. Und das wird eben für die anderen Parteien jetzt noch umso schwieriger, gegen diesen Rückenwind auch der AfD anzukämpfen. Das heißt, für die anderen wird es eine schwierige Zeit im September werden. Und die AfD wird sicherlich mit viel Optimismus jetzt in diese Wahlen hineingehen. Wir sprechen gleich weiter, Herr Professor Jun, Sie bleiben bei uns. Also ein Denkzettel für die Ampelparteien. Hätte die Union eigentlich noch mehr von dieser Stimmung profitieren können? Mitten in die Wahlanalyse platzte dann am Nachmittag die Meldung, dass CDU-Landeschef Baldorf nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wird. Was steckt dahinter? Kai Dietzemann hat noch CDU-Landeschef Baldorf heute in Berlin begleitet. Der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf am Morgen auf dem Weg zur Vorstandssitzung in Berlin. Zufrieden sei er, die CDU klarer Wahlsieger. Wir sind auf einem aufsteigenden Weg und der ist gut. Wir liegen weit vorne, haben fast so viel allein an Prozenten wie die ganze Ampel. Es ist viel Frust in diesem Land, es ist viel
Schuld der Ampel, die wirklich schlecht regiert. Es zahlt noch nicht alles bei uns ein. Der große Wermutstropfen seiner Partei, die starken Gewinne der AfD. Sowohl auf Bundesebene, aber auch in Rheinland-Pfalz. Das ganz wichtige Thema, was alle sehr bewegt, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, Migrationspolitik. Da müssen wir auch noch mal viel stärker kommunikativ klar machen. Auch wir sind für Grenzen, auch wir sind für eine Begrenzung. In Mainz geht am Vormittag auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder vor die Kameras, selbstkritisch beim Thema Migration. Ich glaube auch, dass man da ehrlich zukommen muss, dass wir auch im Thema Migration Fehler gemacht haben. Wir wissen nicht, wer alles bei uns ist. Wir wussten auch in den Jahren 15, 16 folgende nicht, wer alles in dieses Land kommt. Und wir müssen schauen, dass die Menschen, die auch keine Bleibeberechtigung haben, erst gar nicht ins Land kommen. Zurück nach Berlin. Bundesvorstandssitzung. Applaus für Friedrich Merz und Ursula von der Leyen. Mit dabei auch die rheinland-pfälzische Europaabgeordnete Christine Schneider. Sie hat den Wiedereinzug ins Europaparlament geschafft. Wir sind stärkste Partei geworden in Rheinland-Pfalz, in Deutschland deshalb natürlich gefeiert. Aber das starke AfD-Ergebnis tut natürlich auch weh. Zwei Stunden später. Auch über die Wählerwanderungen von der CDU an die AfD und ins Lager der Nichtwähler sei in der Sitzung ausführlich gesprochen worden. Natürlich wird überlegt, wie geht es jetzt weiter? Es sind die Wahlen im Osten, die jetzt anstehen werden. Und wir müssen uns jetzt zur Bundestagswahl aufstellen. Das heißt, was wir sehr genau analysieren werden, ist, warum wir an die Nichtwähler verloren haben und wie wir vor allem im Bereich gerade derer, die sich für die AfD entschieden haben, Stimmen zurückgewinnen. Das müssen wir tun. Dann am Nachmittag der Paukenschlag. Nach SWR-Informationen wird Christian Baldauf nicht noch einmal antreten für das Amt des rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden seiner Partei. Ja, Professor Jun, kommt diese Ankündigung, dass Baldauf den Landesvorsitz abgeben wird, wahrscheinlich für Sie überraschend? Der Zeitpunkt ist überraschend. Viele hatten schon damit gerechnet, dass Christian Baldauf sich zurückzieht. Er hatte ja schon den Fraktionsvorsitz abgegeben im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Und es war auch erwartet worden, dass er dann den Parteivorsitz über kurz oder lang abgibt, weil die CDU ja auch noch einen Spitzenkandidaten finden muss für die nächste Landtagswahl. Gestern in unserer Wahlsendung hat Baldauf allerdings noch nichts davon gesagt. Also wieso hat die CDU jetzt den heutigen Tag für die Ankündigung gewählt? Ungewöhnlich, vielleicht war es auch der Schritt zu sagen, im Bund hat man dazu gewonnen und auf Landesebene hat man dann doch ein bisschen verloren. Und deswegen eine kleine Enttäuschung sicherlich auch bei der rheinland-pfälzischen CDU, bei allem Optimismus, den man gestern versprüht hat, hängen geblieben. Was will die CDU denn damit strategisch erreichen? Sie haben schon die Landtagswahl erwähnt. Ist es also eine Vorentscheidung? In der Tat muss die CDU jetzt gucken, mit wem sie personell ins Rennen gehen will. Wer soll also Spitzenkandidat werden? Wer soll die Ampelkoalition, insbesondere die amtierende Ministerpräsidentin, herausfordern? Und das ist jetzt eine Aufgabe, die die CDU bewältigen muss. Und wir sind alle sehr gespannt, welche Personalie da am Ende bei herauskommt. Ja, wer könnte denn folgen? Naja, möglich wird ja immer gehandelt. Herr Schnieder war ja der Nachfolger auch im Fraktionsvorsitz. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn man eine interne Lösung bevorzugt. Denkbar wäre aber auch eine externe Lösung, dass man also jemanden von außen versucht, in Rheinland-Pfalz dann zu positionieren. Wir sind gespannt. Gleich mehr Einschätzungen von Ihnen. Erstmal der Blick auf die SPD. Sie muss das schlechteste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl verdauen. Immerhin, in Rheinland-Pfalz ist die SPD anders als im Bund zweitstärkste Kraft geworden, noch vor der AfD. Mehr von Frank Helbert. Das SPD-Präsidium in Berlin am Tag danach. Die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley aus Trier, ist da. Die Rheinland-Pfälzer Alexander Schweitzer und Sabine Betzing-Lichtentäler werden zugeschaltet. Der Blumenstrauß ist klein, die Enttäuschung groß, auch wenn Katharina Barley wieder ins EU-Parlament gewählt wurde. Zum Gerücht, dass sie als EU-Präsidentin kandidieren wolle, sagte sie heute bei der Pressekonferenz nach der Sitzung nichts. Sie erklärt das schlechte Wahlergebnis mit dem schlechten Image der Ampelregierung, so wie auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Insgesamt sind wir uns schon sehr bewusst, dass wir an der Außendarstellung der Regierung auch was verbessern müssen. Doch es geht auch darum, wie die SPD mit politisch wichtigen Inhalten umgegangen ist, nicht nur um die Außendarstellung. Das weiß auch die Fraktionsvorsitzende der SPD im Mainzer Landtag, Sabine Betzing-Lichtentäler.
begonnen, beispielsweise vor über einem Jahr beim sogenannten Heizungsgesetz. Das steckt uns sozusagen immer noch in den Kleidern. Ja, das wird immer noch als Beispiel für Ampelpolitik genommen. An anderer Stelle nehmen wir die Migrationspolitik beispielsweise. Wir auch einen klaren Kurs. Auch der Bundeskanzler hat es jetzt ja noch mal in seiner Regierung klar gesagt, dass auch die Bundesampel absolut dafür ist, straffällige Asylbewerber auszuweisen. Doch das kam offenbar zu spät. Olaf Scholz jedenfalls wollte rein gar nichts sagen, als er gestern Abend seine Runde im Willy-Brandt-Haus machte und ein paar Selfies mit seinen Fans. Wie soll es nun weitergehen mit der SPD im Bund und in Rheinland-Pfalz? Der Parteivorsitzende Roger Lewenz muss sich Gedanken über die Zukunft machen und über eine Strategie, mit der die Menschen wieder besser erreicht werden können. Erstmal muss man Fehler verhindern, die gemacht wurden. Also, dass man die Bevölkerung verunsichert hat in einem Maße, wie ich es noch nie erlebt habe. Die Leute sind wütend und da gehören auch Dinge dazu, die man besser erklären muss. Wenn mir gesagt wird, ich brauche ja bald nicht mehr arbeiten zu gehen, ich gehe ins Bürgergeld, da habe ich es einfacher, dann ist das nicht die inhaltliche Wahrheit. Aber das ist etwas, was einem dauernd begegnet. Diese Sachen müssen abgestellt werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht das ähnlich und betont die Pflicht der Demokraten. Wir alle haben als Demokraten und Demokratinnen die Aufgabe, Menschen so zu erreichen, dass sie nicht das Gefühl haben bei Wahlen, dass sie aus Protest oder aus Frust die AfD wählen. Das ist eine Aufgabe, die wir alle zu tragen haben. Doch auf die Frage nach dem Wie gab es heute keine Antwort. Die SPD ist an einem Tiefpunkt angekommen und muss sich wohl erst wieder auf ihre Herkunft und ihre politischen Inhalte besinnen. Wir sprechen weiter mit Professor Jun von der Universität Trier am Tag danach. Wie fällt Ihre Analyse aus? Also worauf führen Sie das schlechte Ergebnis für die SPD zurück? Man muss zunächst einmal sagen, die SPD ist eigentlich seit 20 Jahren im Rückgang, was die Wählerzahlen betrifft. Und sie hat nur mal einen ganz kurzen Aufschwung gehabt. Das war rund um die Bundestagswahl 2021. Glücklich für sie gelaufen. Aber in den letzten 20 Jahren sind eigentlich Wahlniederlagen für die SPD schon zur Gewohnheit geworden. Und dann kommen eben neben diesen langfristigen Faktoren situative hinzu. Und da sind wir wieder bei der wenig beliebten Politik der Ampelkoalition und beim Bundeskanzler auch angelangt, dessen Popularitätswerte ebenfalls nicht die allerbesten sind. Schauen wir mal auf die Rheinland-Pfalz-Karte. Wo hat die SPD im Land besonders hoch verloren? Dazu liegt uns eine Karte von Infratest DMAP vor. Und die haben das nach Kreisen aufgeschlüsselt. Schauen wir mal drauf. Im Donnersbergkreis minus 5,8 Punkte. Im Landkreis Kusel minus 6,5. In Zweibrücken minus 6,7. Pirmasens 6,7. Bitburg-Prüm minus 8,2. Womit hängt das zusammen, Herr Professor Jun? Wie können Sie das werten? Wir haben ja die Wählerwanderung vorhin gesehen. Und da haben wir gesehen, dass viele von der SPD zur AfD gegangen sind. Und da ist eben auffällig, in der Pfalz haben das offenkundig viele gemacht. Die SPD hat ihre Hochburgen in der Pfalz verloren. Und viele Wählerinnen und Wähler sind dann von der SPD, die einst sehr stark war in der Pfalz, das war das Pfund, mit dem sie immer wuchern konnte, dann offenkundig zur AfD gegangen. Und wir sehen, dass eben vier der Wahlkreise in der Pfalz liegen, wo sie besonders stark verloren hat. Auffällig war aber auch Rheinland-Pfalz, da ist es so, dass die SPD an Platz 2 ist, noch vor der AfD, anders als im Bundesdurchschnitt. Wie ist das zu erklären? Das liegt daran, dass die rheinland-pfälzische SPD doch noch immer sehr im Vergleich stark ist. Im Vergleich zu den Diaspora-Gebieten, wo die SPD eben schwach ist, wie in Bayern, in Baden-Württemberg, in den ostdeutschen südlichen Ländern, Thüringen und Sachsen. Da ist sie nur einstellig. Und da fällt das natürlich dann schon positiv auf, wenn man hier in Rheinland-Pfalz ja so 17-18% am Ende erreicht. Nochmal ganz kurz weg von Rheinland-Pfalz. Die Wahllokale waren kaum geschlossen. Da forderten Unionsleute schon Neuwahlen. In Frankreich hat Präsident Macron ja auch genau das angekündigt. Also wie realistisch ist das für Deutschland? Unrealistisch, weil wir sehen ja, dass die SPD und auch die Grünen im Moment nicht in allerbester Verfassung sind, bei den Wählern jedenfalls nicht gut ankommen. Und jetzt Neuwahlen anzuberauben, wäre also für die beiden nun wirklich nicht empfehlenswert. Und ich sehe auch keinen Grund, warum Olaf Scholz, der in seinem Leben noch nie vorzeitig irgendwas aufgegeben hat, nun das Handtuch schmeißen sollte. Gleich mehr von Ihnen. Schauen wir noch auf die Grünen. Nach ihrem Rekordergebnis von 2019 mussten sie jetzt deutliche Verluste hinnehmen. Im Bund und in Rheinland-Pfalz. Sabine Rappen hat führende Landesgrüne nach den Gründen gefragt.
Katerstimmung bei den Grünen am Tag nach der Wahl. Landesvorsitzender Paul Bunyes analysiert mit der Landesgeschäftsführerin die Zahlen des Wahlabends. Wo haben die Grünen zugelegt, wo verloren? Während die Grünen in der Stadt Mainz nach derzeitigem Stand an der Spitze stehen, hat die Partei gerade im ländlichen Raum nach wie vor viele Baustellen, gibt Bunyes selbstkritisch zu. Zumindest ist es offensichtlich, dass wir nicht wahrgenommen werden als die Partei für den ländlichen Raum. Wir haben auch Lösungen und Konzepte für den ländlichen Raum. Es gelingt uns aber offensichtlich nicht, die so zu kommunizieren und glaubhaft rüberzubringen, dass sich das dann auch in Wahlergebnissen niederschlägt. Die zweite große Baustelle, die die Grünen schon gestern auf der Wahlparty diskutierten, die Jungwähler. 11% erreichten die Grünen bei den Wählern bis 24. 2019 waren es noch 33%. Und das ausgerechnet bei einer Partei, in der es so viele junge Mitglieder gibt. Woran liegt das? Es gab ja schon Tendenzen, die wir erkannt haben bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, wo man das auch erlebt hat, dass junge Menschen sich anderen Parteien zuwenden. Das ist für uns eine riesengroße Baustelle. Gerade beim Stichwort TikTok haben wir jetzt, glaube ich, zu lange gewartet. Da gab es Hemmungen, diese Plattform zu bespielen. Da holen wir jetzt auf und das ist Teil dieses Projekts, wieder näher an die jungen Wählerinnen und Wähler zu kommen. Besonders schmerzhaft ist für die Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer, dass ausgerechnet die AfD viele Jungwähler für sich gewinnen konnte. Für sie ist das Ergebnis der Europawahl ein deutlicher Dämpfer für die Partei. Eine gewisse Mitverantwortung sieht sie bei der Ampelkoalition in Berlin. Sicherlich hatten wir keinen Rückenwind aus Berlin. Das gehört zur Erklärung auch mit dazu. Wir appellieren auch nie tatsächlich Regierung auf Bundesebene, gemeinsam eben an einem Tisch konstruktiv miteinander umzugehen und auch Kompromisse nach draußen zu vertreten. Das heißt, zu viele Störfeuer aus Berlin? Sicherlich sind erhebliche Diskussionen in der Bundesregierung nicht förderlich. Das gehört dazu, dass wir auch keinen Rückenwind aus Berlin hatten. Sie hat es auch ohne Rückenwind geschafft. Jutta Paulus aus Landau darf die rheinland-pfälzischen Grünen für weitere 5 Jahre im Europaparlament vertreten. Kein leichter Job, denn das Klima in Brüssel wird nach dieser Wahl wohl rauer sein. Klimaschutz ist wichtig, aber ich muss jetzt. Ja, das Klima wird rauer sein, heißt es eben. Herr Professor Jun, nach der Europawahl 2019 standen die Grünen so gut da. Was hat sich denn an der insgesamten Situation verändert? Zwei wesentliche Dinge für die Grünen. Zum einen, das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung war damals viel höher auf der Agenda. Wir hatten damals Fridays for Future, die vielen Demonstrationen und so. Das war also genau der richtige Zeitpunkt für eine Wahl für die Grünen. Und diesmal war es eben kein so guter Zeitpunkt, weil das Klimathema weiter unten auf der Agenda steht. Und das Zweite, das wurde ja auch schon gesagt, sie sind Teil der Ampelkoalition. Sie sind sogar ein wesentlicher Teil der Ampelkoalition und werden eben auch für das Misslingen einzelner Dinge, wie etwa das schon angesprochene Heizungsgesetz, mitverantwortlich gemacht. Schauen wir auch hier auf die Rheinland-Pfalz-Karte. In welchen Kreisen haben die Grünen bei der Europawahl besonders verloren? Und da sehen wir hohe Verluste im Eifelkreis Bitburg-Prüm, -8,6. Speyer, -8,9. Koblenz, -9,1. Trier, -10,2. Landau, -10,5. Herr Professor Jun, warum verlieren Sie gerade da? Das sind eigentlich Ihre starken Wahlkreise beim letzten Mal gewesen. Die Universitätsstädte, da sind Sie auch jetzt, wenn man sich die bundesdeutsche Karte anguckt, immer noch stark in manchen Heidelberg, Münster, Freiburg und so weiter, weil Sie eben das akademische Publikum sehr stark ansprechen. Aber die sind Ihnen jetzt hier in Rheinland-Pfalz ein bisschen abhanden gekommen. Eben, wir sehen es, es sind außer Mainz die anderen Universitätsstädte. Und das hängt damit zusammen, dass Sie eben da vor 5 Jahren besonders stark waren. Wie könnten die Grünen denn das Ruder wieder rumreißen? Sie gelten im Moment als zu dogmatisch, als zu wenig moderat und pragmatisch. Und das müssen Sie wieder verändern. Sie müssen also wieder eben den Kurs haben, den Sie als Annalena Baerbock und Robert Habeck Parteivorsitzende wurden, eingeschlagen hatten, nämlich die Wechselwähler der politischen Mitte stärker wieder anzusprechen. Dieses Image ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Ja, und es gibt auch eine ganz andere politische Stimmung. Es könnte sehr schwer werden. In der Tat ist es nicht leicht, aber können die Grünen natürlich versuchen mit dem Thema Klima. Aber sie brauchen was Zweites dazu. Sie haben sich für Sicherheit ja schon entschieden, aber das Sicherheitsthema, mit dem drangen sie noch nicht so richtig durch. Sie haben keine Kompetenzwerte bei dem Thema erreicht. Und das bräuchten sie, wenn sie einen zweiten Schwerpunkt tatsächlich positiv auf der Wählerseite für sich verbuchen wollen. Herr Professor Jun, das waren viele interessante Einschätzungen von Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie auch heute am Tag danach bei uns waren und uns geholfen haben, alles einzuordnen, was gestern so passiert ist. Ja, nach diesen
nach dieser aktuellen Sondersendung sind wir jetzt am Ende angekommen. Und ich darf hier im Studio gleich rübergehen zur Landesschau. Wenn Sie weiteres erfahren wollen, empfehle ich 19:30 mit Sascha Becker. Da gibt es auch noch mal eine ganz ausführliche Wahlanalyse. Und jetzt geht es hier weiter mit Martin Seidler und der Landesschau. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.